So, hier sind wir jetzt mal stehen geblieben und es geht weiter mit Dennis L. McKiernan, Drachenband. Nochmal, gleicher Autor, Zwergenzorn. Wünsch dich ins Wunder Weihnachtsland Band 2. Das hatte ich auch schon mal angefangen. Ach, da ist mein Lesezeichen, na gut. Julie Marcer, die Fremde im Spiegel. Eschentage. Dann haben wir hier Kai Meier, die fleißige Königin, das steinerne Licht. Das müssen die. Dann haben wir gläserne Worte, die Sturmkönigin Jinland, Walter Mörs, der Schrecksenmeister. So. Michael Molander, Gitter, das war leichtsinnig. Carol Marie Moaning, das Herz des eines Heilanders. Und der dritte Band der Vampirreihe von Carol Marie Moaning, Im Schatten dunkler Mächte. Da freue ich mich ja auch schon drauf. Mal sehen, wann das rankommt. Wird ja dann wieder dunkel. Richard Mortinari, Mephisto. Mephisto, nicht Mephisto. Nee. Lucy Maud Montgomery, Anne in Kingsport. Oder N, wie auch immer. Chris Mooney, Victim. Na, will nicht. Keine Lust. Mein Gott. Nachher in die Ecke. So. Michael Moore, Stupid White Man. Habe ich meine Ausbildung gelesen und nicht wirklich weit. Marlo Morgen Traumfänger. Jetzt muss ich doch mal da irgendwie in die Ecke. Kate Morton, das geheime Spiel. Ja, jetzt wird's schwierig. Bleib stehen. Und zwar. Oh Gott. Mordrum? Moment. Na blöd, wenn die Schutzumschläge ab sind. Peter Mordrum Myron oder so. Auch in irgendeiner Buchbox, logischerweise. So, es ist noch eins. Das ist Bernhard von Mücklich. Die Kinder der Sonne. So. Macht mal Platz da. So. Schön. Dann haben wir Margaret Morphy, wie Motten das Licht. Amy Myers, Mord im Boudoir der Königin. Stan Nedolny, ein König der Frechheit. Jonathan Nessor, Angstspiel. Oh. Da fehlt eins. Egal, das kommt nachher dran. Joe Nesbo, der Erlöser. Hakan Nessa, der Kommissar und das Schweigen. Nochmal Hakan Nessa, Mysters Fall. James W. Nichol oder Nicole, ausgesetzt. Stan Nichols, die Orks. Noch einmal, die Orks Blutrache. Denn, oh, das finde ich auch total schön. Das war auch mal in irgendeiner Buchbox drin. Das kann man nämlich hier so irgendwie aufmachen. Egal. Lustige Postkarte halt. So, das fällt sich um. Egal. So. Derek Nikitas Scheiterhaufen. Das Buch habe ich euch ja schon mal gezeigt. Asa Nilsson, der Psychologe. Barbara Noel und Katrin oder Catherine Waterson. Das hast du nur geträumt. Schutzgespenst von Rosa Riedel. Nein, Rosa Riedel, Schutzgespenst von Christine Nöstlinger. Ingrid Noll, selige Witwen. Die Meuterei auf der Bounty von. Boah, das waren, glaube ich, auch zwei, oder? Ja. C. Nordhoff und J. N. Hall.
Hillary Norman, panische Angst. Naomi Novik, Drachenbrut, die Feuerreiter seiner Majestät. Perry O'Shaughnessy, die Verhandlung. Dann Michael, oder Michael O'Dartie, das klingt irgendwie holländisch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, egal. Der englische Patient. Die Krimi-Zimmerei. Sarah Petrewski, Paretsky, so, ihr wahrer Name. Daphne Parrish und Pat Lancaster, nur eine Handvoll Asche. Das ist auch kein Cover. Marga Passon Blaubart. Dann kommt eine Reihe James Patterson, der erste Mord. Zusammen mit Andrew Gross, die Rache des Kreuzfahrers. Jetzt muss mein Telefon mal irgendwie weichen. Auch noch eine Postkarte. So. James Patterson, Rosenrot, Mausetot. Vor aller Augen. Schattenmann. Nein, wer hat Angst vorm Schattenmann? So, jetzt aber. Dann haben wir hier Ridley Pearson. Spur ohne Schatten. Michael Peinkofer. Peinkofer, nicht Kofer. Die Bruderschaft der Runen. Nochmal Michael Peinkofer. Die Rückkehr der Orks. Und verschiedene wie Elizabeth George, Amanda Cross und andere. Denn Mord hat viele Zeugen. So, und ich bin gleich wieder zurück. So, dann haben wir hier die nächste Reihe. Und zwar Ellery Quinn. Queen, der mysteriöse Zylinder. Ron Quarry, bestimmt habt ihr gerade die S-Bahn gehört. Das kurze Leben der Bernadette Lefthand. Ian Rankin, die Seelen der Toten. Donata Rea, Nachtengel. Casey Rice, Knochenarbeit. Annemarie Reinhardt, Tag im Nebel. Christina Reinke, Otro Mundo und drei Patenkinder. Laura Resnick, verzaubert. Anne Reichs, die Mumie oder Ramses, der Verdammte. Dann Christopher Rice, grausame Spiele. Oh, man sieht ja überhaupt nichts. Dann ist hier auch noch eins, was nicht unbedingt so zum Weltraste gehört. Da ist das Zeug hier auch schon ab. Es ist von Götz R. Richter. Siegel in die Sonne, keine Ahnung. Ach, Moment. Siegel in die Sonne, Kramsi, Kramsi. Ach, was weiß ich denn. Segel in Sonne und Sturm. So, jetzt lassen wir das mal da oben liegen. Das fällt gerade auseinander. Karl-Heinz Riedel, Sieger im Tod. Ulrich Ritzel, der Schatten des Schwans. Nora Roberts ist G.D. Robb, ein gefährliches Geschenk. Dann haben wir Jennifer Robertson. Ja, Englisch, nicht? Shepherd Changer Song, Chronicles of the Chasuli. Nochmal Jennifer Robertson, Legacy of the Wolves, Chronicles of the Chancelli. Also geht halt weiter, ne? Dann Jennifer Robertson, Schwerttänzer und Schwertsänger, Schwerttänzerzyklus. Dann geht's hier weiter mit dem Schwerttänzerzyklus, Schwertmeister und Schwertmagier. So, und ich muss schon wieder Stopp machen. So, dann geht's hier weiter mit Jennifer Robertson, Sword Dancer. Jetzt muss ich gucken, dass das nicht runterfällt.
kleinen Moment. So. Nora Roberts, das geheime Amulett. Nochmal Robert, Nora Roberts, Träume wie Gold. Ach, will alles nicht. Sekunde. Luis Miguel Rocha, das dritte Geheimnis. Roslund und Hellström. Ström? Ja, Ström. So, die Bestie. Silvia Roth, der Beutegänger. Matthias Sachau, Kaltduscher. Dann zweimal David Zaffir. Jesus liebt mich und Mises Karma. R.A. Salvatore, der verwunschene Tal, das ist Dämonendämmerung 3. R.A. Salvatore, die Rückkehr des Drachenjägers. Das ist die Drachenwelt 3. Und hier ist Dämonendämmerung 1, Nachtvogel. Dann Lauren Sanders, Lucifers Tochter. John Saul, blinde Rache. Andrea Schacht, das Werk der Teufelin. Carol Schäfer, ich werde dich finden, mein Sohn. Frank Schätzing, lautlos. Nochmal Frank Schätzing, Mordzunge. Und Nanu. Nu, komm her. Und nochmal Frank Schätzing, Tod und Teufel. So, bis gleich. Und weiter geht's mit Mark Shepard, Mauergewinner oder ein Ossi ein Wessi des Ostens. Dann Manfred Schmidt, neue Reisereportagen, 12 Mal hin und zurück. Oh Gott, da steht mir nichts drauf. Sieht man das? Ich glaube, ich bin hier auch völlig falsch. Ist ja auch egal, ist alles ein bisschen durcheinander jetzt hier. Moment. Michael Scholoschow, Don der Stille, also ist einfach nur so. Ne? So, dann haben wir hier nochmal Michael Scholoschow. Oder wie auch immer. Neuland unterm Flug. Dann haben wir Tomke Schrieber und dann war Stille. Oh, ein wunderschönes Cover. War ich auch froh, dass ich es gewonnen habe. Hermann Schreiber, die Hunnen. Attila probt den Weltuntergang. Dann haben wir hier Tommy Schumacher, Ferienkinder in den Bergen. Und, mein Gott, Schulz Kampf Henkel oder so. Im afrikanischen Dschungel. Natalie Schweighofer. Ich war 12. Ulrike Schwiekert, das Vermächtnis der Kupferdrachen. Dann haben wir hier noch einen schönen Schinken. Von Konstantin Sädisch. Die Steppe brennt im. Was? In Mingala? Oder so? Sydney Sheldon, Schatten der Nacht. Siegburg Napoleon. Dann haben wir hier nicht mehr. Simeon, der kleine Heilige. Komm her, komm her. Dan Simmons, Kinder der Nacht. Dann haben wir es hier auch gleich geschafft. So, Isaac B. Singer. Schoscha? Nee, doch, Schoscha. Arnes Jöberg, die stummen Götter, utopischer Roman. Wahrscheinlich wieder nicht so ganz meins sein. Ach Gott. So, dann waren die beiden stehen normalerweise daneben. Und zwar von Sjomushkin, Brand in der Polarnacht. So. Und Robert Solé, Straßen von Alexandria. So, dann können wir gleich mal hier runter weitergehen. Ist ja nicht so, dass es das alles wäre, nicht? Oh Gott.
Jetzt nehmen wir erstmal, das ist kein ungelesenes Buch. Dann haben wir hier Hermann Vogue, die Kane, das Schicksal, ihr Schicksal, na egal. Das klappt nicht. So. Dann Sarah Zettel, das Licht von Isa Walter, 2, die Thronräuber. Manfred sagt die Bewerbung. So. Jenny Woods, die Schattenkriege, die Verschwörung des Lichts. So. Dann haben wir Kate Pepper, 48 Stunden. Igor Poscher, der lächelnde Dämon. Jetzt kommen eine ganze Menge Anne Perry Bücher. Und zwar Calendar Square, der blaue Paletot, oder wie auch immer. Die Frau von Alexandria. Ja. Die Verschwörung von Whitechapel. Frühstück nach Mitternacht und die Frau in Kirschrot. Gefährliche Trauer. Die Schatten der Gerechtigkeit. Im Schatten der Gerechtigkeit. Nebel über der Themse. Und mehr viktorianische Morde. 2 Fälle für Charlotte Pitt. So, dann haben wir hier. Oh Gott, das ist verkehrt rum. Also erstmal ist hier noch ein Anne Perry. Das war die Reihe Schwarze Spitzen. Das war alle Anne Perry. Dann gibt es hier Cheryl Woods, Gala für einen Mörder. Diana Gabaldon, das schlammende Kreuzband ist das Ding schwer. Und das Buch hatte ich schon mal früher gehabt, in der leichten Ausgabe von Marie-Louise Fischer, Claudia. Das war in irgendeiner Buchbox, ich dachte mir, okay, lese ich nochmal. Genauso hier Anna. Anna hatte ich auch schon mal gehabt. Anna Ballerina allerdings nicht. Dann haben wir hier, das gibt es auch keinen. Inga ist erst 15. Andreas Pflüger, Operation Rubicon. Akif Pirinci oder so. Fidali. Edgar Allan Poe, fantastische Geschichten. Ich hasse diese Aufkleber vorne drauf. Ich versäume das ganze Cover, finde ich. Robert Potthoff im Labyrinth der Scientology. Die Philosophin von Peter Prange. Dann jetzt kommen eine ganze Menge an Terry Pratchett, der Zauberhut. Komm her. Der Zeitdieb. Erstmal das raus. Machen wir mit Terry Pratchett erstmal. Das zusammen mit Ian Stewart und Jack Cohen, die Gelehrten der Scheibenwelt. Die Scheibenwelt, 2 Romane in einem Band. Das sind die ersten beiden Bände da drin. Ich will jetzt wieder nicht rein. Ist ja wieder typisch. Och, Menno. So, heiße Hüpfer. Du, nur du kannst sie verstehen. Auch ein witziges Kawaii. Voll im Bilde. Trucker. Weiberregiment. So, jetzt haben wir es aber. Und Wühler. Dann die. Ach Gott. Englischen Ausgaben von Der Goldene Kompass. Das blendet total, oder? Naja. His Dark Materials, das ist von Philip Pullman, also Der Goldene Kompass. The Stubtail Knife, irgendwas mit Messer halt. The Amber Spyglass. Ja, da sollte ich endlich auch die deutschen Ausgaben dazu bekommen, damit ich parallel lesen kann. Aber dann war das doch nicht so und egal. So, ich mache gleich mal weiter mit den Büchern, die ich gerade auf meinem Bett gestapelt habe. Und zwar F. Paul Wilson, Die Prüfung. Da liegen sowieso noch ganz viele rum, die da oben drauf mal lagen. Egal, machen wir gleich mal weiter hier. Anna Wilson, Das letzte Zeugnis.
Muss ich die nachher nochmal neu sortieren. Das wird wieder ein Spaß werden. Jane Willis, Rückkehr nach Schottland, nach Southland. Nach Southend, mein Gott. Ich will immer Schottland sagen, warum auch immer. So. Marion Zimmer Bradley, Julian May und Andre Norton. Oder Andre Norton. Die Zauberin von Rowenda. Dann Uschi Zietsch, der, nicht der, nur Perlmond. Nee, wieder mal unscharf. Egal. Marion Zimmer Bradley, Bronzedrache. Marion Zimmer Bradley, das Licht von Atlantis. Dann haben wir nochmal Marion Zimmer Bradley, die Feuer von Troja. Das kriegt man wieder gar nichts drauf, doch hinten. Kathleen Windsor Amber. Dann haben wir nochmal Marion Zimmer Bradley, die Priesterin von Avalon. Und natürlich dürfen auch die Nägel von Avalon nicht fehlen. Und hier aus den Original-Tagebüchern von Frankenstein die unheimlichen Experimente mit dem Monster. Das ist auch total mit Bildern und boah, ja. Mal sehen. Markus Zusack, die Bücherdiebin. Ken Follett, die Leopardin. Agatha Christie, die ersten und letzten Arbeiten des Herkules. Sekunde. So, dann meine neuesten Bücher. Kabale und Liebe von Friedrich Schiller. Die Königsprüfung. Catherine, wer war, nee, das wird ja aber in meinen nächsten Bücher, Videos noch sehen. Das sieht aus wie einfach der Stapel. The Girl with the Dragon Tattoo, das ist das erste von den Millennium von Stieg Larsson. Dann haben wir hier noch zwei Agatha Christie. Elefanten vergessen nicht und die Mausefall, anderer Fall. So. Nein, das war auch noch nicht alles. Bis gleich. So, der Rest steht dann auf dem Flur. Oh, es heilt hier ziemlich. Seit wann denn sowas? Okay, fangen wir wieder an mit Nicholas Sparks. Das Schweigen des Glücks. Zeit im Wind. Oh. Julia Spencer Fleming, das Weißkleid des Todes. Ich fand die Hand des Schicksals so gut, da musste ich ja die nächsten Wände holen. Oder die ersten, oder wie auch immer. Die rote Spur des Zorns. Jetzt ist wieder eins, wo damals schon improvisiert wurde. Ja, einige sind echt alt. Karl Spindler, die Erben des steinernen Gastes. Ja. Mehrere Autoren, Conan, und zwar erster Roman des Conan-Zyklus. Da ist noch kein Untertitel, okay. Stendhal, die Kartause von Parma. Der Treuebund von Josephine Stegbauer. Der fremde Hund von Hannah Stephan. Ich habe ja kein Kind. Nee. Der letzte Walter von Robert T. Stevens. Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Denn ich hier. Oh Gott, was ist das? Bergkristallen und die drei Schmiede ihres Schicksals. Oder so. Ja, wie auch immer. Dann über der Tiefe von Theodor Storm. Naomi M. Stokes, die Zedernsängerin. Peter Straub, der Hauch des Drachens. Der Schlund. Der Haus der blinden Fenster. Der Haus. Nur Haus der blinden Fenster. So. Magic Terror. Schattenstimmen. August Strindberg, Meisterdramen. Jonathan Stroud, Bartimäus oder Bartimäus. Das Amulett von Samarkand. Patrick Süskind, das Parfüm. Mark T. Sullivan, Limit. Panic. Toxic. Jacqueline Susan, das Tal der Puppen.
Donner-Tarte. Die geheime Geschichte. Inge findet Heim von Dora Thaler. Sabine Tiesler, der Kindersammler. Karl Tinhofer, sind Siebensorg, ein Idyll von Liebe, Kindern und großen Leuten. Ja, der Herr der Ringe. dann Finuas Fluch. Danielle Trussoni. Angelus, wie auch immer. Helena Thurston, Tod im Pfarrhaus. Mark Twain, die Abenteuer des Huckleberry Finn. Nochmal Mark Twain. Ups, das ist was anderes. Das ist irgendwie ein kleines Mini-Dingsbums. Leben auf dem Mississippi. Dann haben wir hier sechs Bände von Erzählungen aus Tausend einer Nacht und nochmal einen weiteren Band 5. Keine Ahnung. Dann ein norwegisches norwegische Märchenbuch. Ein Stern müsste da sein. Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer und 80 Tagen um die Welt, genauso wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Dann haben wir hier verschiedene. Albtraum. Nee. Nanu. Arena der Abenteurer. Arena der Abenteuer, also sind auch Kurzgeschichten irgendwie von verschiedenen Leuten. Dann Beschwingt und Heiter, auch mehrere Kurzgeschichten. Bunte Tierwelten. Das Herbst-Krimi-Festival. Ich hoffe, das schaffe ich diesen Herbst endlich mal zu lesen. Weil wenn schon Herbst draufsteht, muss man auch mal Herbst lesen. Dann das Meer und kleine Fische, auch von mehreren Fantasy-Autoren. So, bis gleich. So, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Endlich. Eiskalte Weihnachten. Kleine Morde zum Fest der Liebe. London Crime Time. Im Schatten des Towers, Tod eines Dandys und Diebstahl im Morgengrauen. Manu, warum fallen jetzt die ganzen Bücher runter? Klein Moment. So, dann Liebe macht die Herzen weit, ein Weihnachtstaschenbuch. Das mag mich nicht. Manu, bleib doch da. So, schöne Gespenstergeschichten. Ich will das jetzt nicht so weit schieben. Dann Fragezeichen über Gräber, mysteriöse Todesfälle. Dann irgendeine 20 Jahre Schmidt irgendwas, drei Jubiläums-Kurzgeschichten oder so. Rattenhand 18 Horror-Stories, man sieht wieder überhaupt null. Egal. Und dann hier drei Reader's Digits mit verschiedenen Büchern, Geschichten drin. Das habe ich auch schon angefangen. Dann ist hier Weiße Weihnacht wieder, müsst ihr euch anderen bekannt vorkommen. Die Liebe der Gerda Hellstedt von Benno Völkner. Die Sandhorin von F.U.K. Wagner. Traumkarussell. Dann kommt Weihnacht in den Bergen, auch verschiedene Kurzgeschichten. Ui. Mika Waltari, Sunuhu der Ägypter. Na, das liegt nicht hier. Dann Katrin Wahlberg, ein plötzlicher Tod. Verschwunden von Lucy Wertham. Dann Magira, die Welt des Spielers von New Walker. Und Magira, das ist der dritte Band. Die Stadt der Götter. Hugh Walker, natürlich. Edgar Wallace, der Safe mit Rätselschloss. Edgar Wallace, Hands Up. Dann eine ganze Reihe von Minette Walters, das Echo. Der Außenseiter, die Bildhauerin, die Schandmaske. Der Nachbar, Schlangenlinien. Dann Numbers One, achso, da unten, hey, The Baker, The Breaker, also der Wellenbrecher. Und der Wellenbrecher habe ich auch nochmal auf Deutsch. Wo wir gerade dabei sind. Dann The Dark Room. Und dann kommt Katinka Vantula, das weiße Amulett. Dann J.R. Ward, Black Dagger,
Blutlinien und Vampirträume. Das sind, glaube ich, die Bände 11 und 12. Die anderen habe ich alle noch nicht. Aber das kann ja noch werden, ne? Irgendwann mal. Jewel Watson, das keltische Amulett. Gepäckschein 666. Margaret Weiss und Tracy Hickman, das vergessene Reich, das siebte Tor. Es kommt von den beiden eine ganze Reihe, wie man sieht. Das ist die Lanze, die Krone der Drachenlanze, oder überhaupt die Drachenlanzenbücher. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle aufzählen sollte. Das sind halt wirklich ganz, ganz, ganz viele davon. Aber noch nicht alle. Und das, die Bücher sind so schwer zu bekommen. Ja. Die gibt's einfach nicht mehr. Gut. Dann machen wir gleich mal hier weiter. Teufel trägt Prada von Lorraine Weisberger. Im Welk, der Hammer will gehandhabt sein. Patricia Wentworth. Die Uhr schlägt 12 und der Elfenbeindolch. Franz Werfel, der veruntreute Himmel. Dann Oscar Wilde, das Bildnis des Dorian Gray. Constanze Wilken, was von einem Sommer bleibt. Dann Ted Williams, die Otherland-Reihe. Der zweite Band fehlt gerade, den hat mein Vater gerade im Wickel, nachdem er den ersten Band gelesen hat. Den hat er schon gehabt. Ja, gut. Und jetzt kommt der letzte klägliche Rest. Bis gleich. So, das sind jetzt wirklich die letzten. Das sind schon mal die Bücher, die ich für nächsten Monat rausgesucht habe. Aber weil der Monat jetzt sehr, sehr nicht unlustig. Zeitbedingt nicht viel gelesen, wie auch immer. Werden wahrscheinlich gar nicht alle davor kommen. Das, ja, ein toter Lehrer, Blutspur, Seelenhüter, die Sünden des Vaters, dann Joe Nesbo, der Fledermausmann, Simon Beckett, Obsession und, verdammt, Giancarlo de Cataldo, Romanze Kriminale. Ja, gut, das war's. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Und mal sehen, wie viele Videos das insgesamt werden. Aber ich habe das ja nicht anders gewollt, nicht? Ihr wolltet ja unbedingt sehen, wie ich meine Bücher so untergebracht habe. Okay, ich freue mich auf eure Kommentare. Bis dann.